Hintergrund war eigentlich eine große queere Produktion mit einem queeren Team und queeren Performern zu schaffen auf Englisch hier in Kopenhagen als sozusagen temporäre Hauptstadt der Queer Nation. Zum einen wollte ich so das queere Leben feiern und auch zeigen, wie schön es ist, queer zu sein und was wir alles erreicht haben an Rechten in den letzten Jahrzehnten und wie sehr aber auch die queere Freiheit gefährdet ist und dass wir gerade wieder erleben, dass sie in Osteuropa zum Beispiel sehr stark eingeschränkt wird, dass queere Menschen eigentlich ihre Meinungsfreiheit dort verlieren und die EU-Kommission sehr wenig im Moment noch dagegen unternimmt und uns nicht hilft. Und letztlich dazwischen bewegen wir uns ja, also zwischen sehr schönen persönlichen Geschichten und auch dem, den ganzen Problemen, die wir immer noch haben als queere Community. Das Tolle war, das war jetzt das erste Mal, dass ich mit einem reinen queeren Ensemble zusammengearbeitet habe und es ist irgendwie toll, weil man sich auf eine gewisse Weise versteht, aber man auch sehr viele Unterschiede wahrnimmt, einfach zwischen den Gays und den Lesbians und den Trans-People. So, also wir haben unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Themen und unterschiedliche politische Kämpfe auch. Aber dass man sich irgendwie letztlich respektiert und versteht und dass sich dort für die Proben tatsächlich so ein Safe Space ergeben hat für alle. Es gab auch Auseinandersetzungen, es gab auch Streits. Also wenn man über bestimmte Themen redet, dann bricht einfach der Streit aus. Wir sind ja keine Community, wo alle dieselbe Meinung haben, ganz und gar nicht, sondern wir streiten uns ja oft und viel und wichtig war, das haben wir von Anfang an gesagt, wir können uns streiten, wir müssen uns aber auch wieder vergeben können, also man muss das auch wieder miteinander klären können dann. Erstmal in Deutschland mache ich was in Hamburg, den neuen Roman von dem schwulen Autor Edouard Louis, das wird die Uraufführung, darauf freue ich mich total, das ist das erste Mal, dass ich mit seinen Texten arbeite. Und dann mache ich wieder was in München.